Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli hier in unserem wunderschönen Wäldchen auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde und ja, ich nehme euch heute wieder mit und wir schauen, was sich hier in unserem wunderschönen Wäldchen die letzten Tage denn so verändert hat. Alles blüht immer noch, ja, es hat sich nichts verändert. Die Knospen, sie sind viel weiter aufgegangen wie beim letzten Mal hier. Die Hagebutten sind immer noch da. Ja, was soll sich denn auch groß verändern? Bis auf, dass es schon viel grüner geworden ist, ja, wie beim letzten Mal, als wir hier durch unser schönes Wäldchen gelaufen sind. Und wir genießen diese Stille, wir genießen diese Ruhe und wir beobachten die Vögel, die hier heute wieder so schön zahlreich an diesem, ja, sagen wir mal, nicht ganz so sonnigen Tag. Es ist grau, ein bisschen trübe, es sind viele Wolken am Himmel, aber Freunde, und das ist das Wichtige, es regnet nicht, ja, es regnet nicht. Jedenfalls bisher nicht. Es hat immer wieder mal so ein bisschen getröpfelt, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, denn der Wald braucht ja das Wasser auch, den Regen, um dann so schön blühen zu können, wie man es hier sieht. Und hier wird alles schön grün. Da hinten rascheln die Vögel am Laubboden. Hier raschelt Mogli im Laub. Da vorne liegt Pferdekacke. So ein richtig schöner Tag im Wald. Und wir laufen ganz entspannt und lauschen dabei den Vögeln, die heute echt schön zwitschern. Ne? Also heute ist so ein Tag, da sind die richtig fleißig am Zwitschern. Und hier zum letzten Mal, ne, da sind die Blätter schon viel, viel größer geworden. Nicht mehr lange, Freunde, und dann wird das hier alles voll sein mit Blättern. Und das Blätterdach des Waldes wird größer und größer und schöner und schöner. Auch hier blüht es und blüht es und blüht es, Freunde. Einfach nur ein Träumchen. Einfach nur ein wunderschönes Träumchen, durch das wir hier gerade laufen. Schaut mal, die Sonne lächelt. Da kommt die Sonne raus und erstrahlt den Wald. Da drückt sie sich durch die Wolkendecke. Wie schön, Freunde, wie schön das doch ist. Frische Luft. Einfach nur schön. Schön spazieren zu gehen. So eine halbe Stunde am Tag. Tut einfach gut. Bin jetzt nicht unbedingt der große Sportler, ne, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich bin auch keiner, der ins Fitnessstudio steht und mich da abrackert. Aber so diese halbe Stunde am Tag, manchmal ja sogar länger, die nehme ich mir einfach, die gönne ich mir einfach, die genieße ich einfach und das tut auch einfach unheimlich gut. Und da lacht die Sonne, da lacht sie raus, die Sonne aus der Wolkendecke. Richtig, richtig schön. Ein richtig schöner Frühlingstag. Und ich genieße es einfach halt. Ne? Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich einfach auch viel dann einfach abschalten kann. Von dem ganzen Alltagsstress, ganzen Autolärm und so. So in der Natur
kann man da einfach schön abschalten und genießen. Und es tut dem Körper, Geist und der Seele gut. Ne? Nicht nur zu Hause sitzen, die Bildschirmbräune genießen, die ganzen Zocker wissen, was ich meine. Ich bin ja auch eine Zockerin, ich zocke gerne. Ja. Ich zocke auch viel, aber zwischendrin muss man auch einfach mal vor die Türe gehen. Gerade wenn man so einen süßen kleinen Hund hat, ja, der möchte raus, der möchte an die frische Luft. Und das tut auch einfach gut. Auch wenn es zwischendrin die Überwindung kostet, ja, einfach vor die Tür zu gehen. Auch bei mir ist das so. Aber wenn ich dann mal draußen bin, sage ich ja auch immer wieder, dann ist es einfach wunderschön. Und man sieht, erlebt und man riecht vor allem so vieles. So vieles Natürliches, so vieles Schönes. Und wir wissen alle, wie wichtig die Natur für uns Menschen ist. Wie wichtig sie einfach ist, dass wir sie pflegen, dass wir darauf achten. Denn ohne die Natur können wir Menschen einfach nicht überleben. Ich dachte gerade, da vorne sitzt ein Vogel auf dem Baum, aber das ist nur ein... Was ist das? Rinde oder so? Jedenfalls kein Vogel. Jedenfalls kein Vogel, Freunde. Und hier fängt der Waldboden auch an zu grünen. Das Gras, es wächst. Aber nicht alle Bäume sind schon grün. Ne? Das kommt erst noch. Das kommt erst noch. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, Freunde. Ich bin echt mal gespannt, wie lange das noch dauert. Bis es grünt. Ich bin echt mal gespannt. Schon richtig groß, ne? Wir können uns heute auch wieder auf unser schönes Bänkchen setzen. Da hinten ist eine richtig fette Wolke. Da wird die Sonne gleich davon verdeckt werden. Es ist heute so ein bisschen bewölkter Tag, aber trotzdem, es hat nicht geregnet. Und ich denke mal, dass unsere Bank hoffentlich noch trocken sein wird. Und dann können wir uns da auf jeden Fall hinsetzen. Weil es heute ja noch nicht geregnet hat. Vielleicht haben wir Glück. Wir werden es gleich erfühlen und schauen und uns dann auf unser Bänklein setzen und kurze Zeit innehalten, der Natur lauschen und wieder zuhören, was sie uns zu erzählen hat. Da kommt ein Auto angefahren, wieso auch immer, wo der hin will, nicht zu uns, okay. Dann machen wir hier weiter. Ich weiß nicht, warum die Autos nicht da oben parken. Oder vielleicht gehört dem auch was und der ist hier einfach nur zu faul runterzulaufen. Vielleicht gehört immer dieser Garten da. Scheint mir nämlich der Fall zu sein. Ich dachte nur, der kommt jetzt lang gefahren. Die Bäume hier liegen immer noch. Haben sich nicht großartig verändert oder bewegt. Hier, die hatten wir beim letzten Mal auch gesehen. Und hier das schöne Vogelhäuschen an dieser schönen Stieleiche, die 240 bis 250 Jahre geschätzt wird. Also in 240 bis 250 Jahren kann ein Baum diese Größe erreichen. Das ist schon krass, Freunde. Das ist schon krass. So. Wir setzen uns jetzt mal hier hin und wie immer, wisst ihr, was jetzt kommt? Ich habe es ja auch schon gesagt, wir lauschen der Natur, entspannen uns, vergessen den ganzen Alltagsstress und genießen einfach die Stille
und die Schönheit für ein paar Minuten einfach entspannen, genießen und abschalten. Ach ja, Freunde, ist das nicht schön? Einfach der Natur zuzuhören, den Vögeln, den Wind, die Blätter rascheln zu hören. Einfach schön. Nur ihr wisst, ich bin mit Mogli unterwegs. Mogli wird unruhig. Mogli möchte nicht immer so lange sitzen. Deshalb stehe ich jetzt auf und ja, wir laufen einfach weiter durch unser schönes Wäldchen. Na dann wollen wir mal. Wollen wir mal weiterlaufen? Wir können ja auch so der Natur noch lauschen, ne, den Vögeln. Die würden weiter zwitschern. Steht auch ganz schön schräg. Hast du beobachtet hier so, ne? Und hier, das finde ich halt auch immer schön mit dem Moos, ne? Das ist schon im Gegensatz zum anderen Wald, wo wir auch schon unterwegs waren. Na, da ist das ganz anders, dieses unser Wäldchen. Ich finde auch unser Wäldchen schöner. Muss ich echt sagen. Ich finde es schöner. Es grünet mehr. Klar, der Wald kann sich auch noch verändern, so. Aber hier ist doch schon viel, viel mehr Grün zu sehen wie im anderen Wald. Da hat es doch diese Flächen, wo halt echt kahl geworden sind, ne? Und wo halt auch noch viel Laub liegt und viele Blätter. Im Gegensatz jetzt zu hier ist der Unterschied schon sehr krass. Ne? Hier ist so eine richtig weiße Ecke. Hier blüht alles richtig schön weiß. Und da, guck mal, da ist die Sonne. Da oben ist die Sonne, die sich versucht, durch diese dicken, fetten Wolken zu drücken. Weiß ich, es könnte durchaus passieren, auch dass es heute vielleicht sogar noch mal regnet. Wer weiß, bisher sind wir verschont geblieben. Aber das kann ja alles noch kommen. Und hier schaut mal, wie schön diese Blüten aussehen. Einfach traumhaft, oder? Ich finde das so schön. Und hier sieht man so richtig diese kleinen
wie die kommen. Auch wenn ich diese Büsche hier nicht so wirklich mag, weil hier alles piekst und ne, die da drüber wachsen, die Dornbüsche. Aber das hier hat keine Pieksdinger. Das wächst hier einfach so schön durch. Und einige sind noch zu, aber einige sind auch schon offen. Und das ist einfach dieses Schöne, dass sich das so, dass es das so unterschiedlich ist. Nicht alles auf einmal anfängt zu blühen, sondern nur nach und nach. Ne? Traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Und die Vögel hier genießen das auch, die fliegen hier lang. Wir werfen natürlich auch noch mal einen Blick hier rüber. Da hinten wird was aufgebaut, ein Zelt. Das war das Auto, das da gekommen ist, wo ich dachte, wo fahren die denn jetzt hin? Aber sie sind nicht in unsere Richtung gefahren, alles gut. Hier, der Teil des Mooses von dem Vogelnest, das sich hier drin befunden hat, das jetzt nicht mehr darin ist, es wurde zerstört. Kann man richtig schön den Vogel erkennen, wie er hier kreist. Ich glaube, das ist so ein Bussard, oder? Und der sucht nach Mäusen, Tieren, die sich hier unten auf dem Feld befinden. Da zieht er seine Runden. Mit dem Blick nach unten und beobachtet, ob er irgendwas sieht, und dann pirschen die ja, oder wie sagt man das, pirschen? Nee. Also dann gehen ja steil nach unten und dann schnappen die sich das Tier ruckzuck. Ruckzuck haben die das hier, dann da vorne ist noch mal einer, ein bisschen weiter unten. Stillen Angreifer aus der Luft. Smokey. Bald beginnt auch wieder die Zeckenzeit, Freunde. Ich weiß ja nicht, was macht ihr bei euren Hunden gegen Zecken? Ich werde ihm ja wieder so ein Tablettchen geben. Damit habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt so einmal so eine Tablette schadet auch nicht. Schaut mal, wie schön der ist. Wie schön, wie der da fliegt, ne? Richtig schön. Und hier zwischen den Wolken einfach der blaue Himmel, und da fliegt sogar ein Flugzeug. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann im Video. Richtig schön, wenn man hier guckt. Hier ist noch so richtig drüber. Ja, und da hinten ist einfach mal so eine schöne blaue Ecke in den Wolken. Haben die Wolken sich einfach von der zur Seite schieben lassen. Schön. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das hier alles verwuchert ist und alles grün ist. Weil man sieht ja schon, das sind alles kleine Bäumchen, die hier jetzt langsam emporsprießen. Nur noch das hier sind einfach Bäume, ja, die halt noch nicht so groß sind wie die. Aber irgendwann werden sie auch so groß sein. Und ja. Mein Vater hat ja letztens gesagt, ich habe mal gefragt, was denkt ihr, wie lange so ein Baum braucht, bis er so eine gewisse Höhe erreicht hat?
Vater hat gesagt, 15 Jahre mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Das ist schon eine stolze Zeit. Ne? Man denkt mal, wenn man das so sieht, oh, das geht doch viel schneller und so. Aber 15 Jahre ist schon lang. Und dann sind die noch nicht so groß wie die. Ne? Also ich schätze diesen Baum auf jeden Fall so, was würde ich schätzen, 80 Jahre mindestens. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus, aber ist auch sehr schwierig zu schätzen. Aber die Bäume hier haben bestimmt schon ihre 70, 80 Jahre, wo die wachsen, dass sie dann so groß sind und so prächtig. Und hier hat sich auch schon wieder was getan. Ne? Es wird schon grüner. Der Waldboden hier wird echt richtig grün. Bald sieht man das ganze Laub hier am Boden nicht mehr. Da ist dann alles verschwunden und alles grünt. Noch schöner wie jetzt. Auch immer so ein bisschen nach oben, um vielleicht doch das ein oder andere Vogelnest zu entdecken. Aber bisher habe ich keine neuen entdeckt. Nur die, die wir bereits schon kennen. Und irgendwann werden wir hier so laufen, Freunde, und es wird alles mit Blättern voll sein. Dann ist das Blätterdach des Waldes perfekt. Nehmen wir Ende April, Anfang Mai, wird es hier schon wieder ganz anders aussehen. Gut, dass es nicht angeschissen hat, ne? Den Baum hier, seine Blätter sind schon groß. Da ist der Hochsitz noch gut sichtbar. Und die Vögel singen ihr Lied. Da kommt die Sonne wieder raus. Schön, wie sie zwitschern. Einfach schön. Und man merkt halt, ich habe ja auch schon in anderen Videos gesagt, man merkt einfach, dass der Frühling kommt, dass der Frühling da ist. Das ist so es wird langsam wärmer. Ne? Es war noch sehr frisch, also was auch den Wind angeht und so, aber die Sonne hat wirklich Kraft. Und selbst wenn sie nicht da ist, also wie in den Wolken versteckt ist, man spürt sie trotzdem. Man spürt sie wirklich trotzdem. Und dann halt auch durch die Bewegung, durchs Laufen, wird einem auch ein bisschen wärmer. Ja, aber es ist einfach, man merkt einfach, es ist so schön. Das zu sehen, es zu riechen, es zu fühlen auf der Haut. Den Frühling. Einfach schön. Und hier wächst auch ein bisschen Bärlauch. Hier fängt es schon an. Mit dem schönen Bärlauch, der hier wächst. Den man jetzt auch schon ernten könnte.
Aber wie gesagt, ihr wisst, ich mache das nicht. Ich kaufe mir das Zeug lieber fertig im Supermarkt, habe ich ja schon gesagt. Noch hier der Busch. Ist auch schon ziemlich voll mit Blättern. Und die Blätter sind auch schon ziemlich groß, ne? Dann immer diese vereinzelten kleinen Blümchen hier. Einfach schön. Einfach schön, Freunde. Und dann diese blauen Eckchen hier im Himmel zwischen den Wolken. Das ist schön. Und da kommt jetzt der ganze Bärlauch rechts und links. Ganz viel Bärlauch. Einfach schön, es ist so schön. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist einfach schön. Und das wird auch so richtig schön sein, wenn hier alles wirklich grün ist. Ne? Die ganzen Knospen jetzt alle aufgegangen sind und wir dann hier durchlaufen. Da laufen wir dann halt wirklich durch so einen kleinen, ja, Urwaldpfad vielleicht. Mal schauen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das erste Mal laufen. Und es ist viel, viel grüner geworden. Wie jetzt ist er jetzt schon viel, viel grüner. Also, ne? Im Gegensatz zum letzten Mal. Es wird, Freunde, es wird. Und ihr seid dabei. Wir werden das hier alles beobachten, wie sich unser Wald in Tagen, Wochen einfach verändert. Wie er hier anfängt, immer grüner zu werden. Wir werden es auf Kamera festhalten. Und mit allen Sinnen werden wir spüren. So, der Baum immer noch da, bedeutet, ich muss nochmal hier ab. Ein bisschen Bücke müssen wir uns. Einfach schön. Es ist so schön. Komm, Mogli, hopp. Blüht hier einfach mal zwischen diesen Baumstämmen hier, ne? Von dem Baum, der hier umgefallen ist, von dem Sturm damals, der Sturm Sabine war das, der diesen Baum hier umgerissen hat, wo wir uns immer dran vorbeigeschlängelt haben. Könnt ihr euch noch dran erinnern an das Video? Auch schon ein Weilchen her, ein Weilchen viel her. Die Zeit, sie rennt, sie verändert sich. Jeden Tag verändert sich alles. Und die Zeit rennt einem
davon. Denn Zeit ist das Kostbarste. Was wir Menschen haben. Habt ihr es gerade gehört? Waren das jetzt Menschen, die dort durch den Wald gerannt sind, oder waren das Tiere? Ich weiß es nicht, Freunde, aber ich finde das Bild hier einfach gerade so schön mit diesen schönen Blüten hier unter unserem, ja, Bäumchen, Büschchen hier voll mit Blüten. Ja, da oben ein Flugzeug. Aber ja, ich finde das hier sehr schön. Und hier werde ich jetzt mein Video für heute beenden. Denn der Spaziergang ist eh gleich vorbei. Da vorne steht schon mein Auto. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, vergesst nicht, mir ein nettes Kommentar dazulassen, den Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo dazulassen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, da findet ihr die Bilder, die ich zwischen meinen Spaziergängen immer wieder mache, auch vor den Videos. Also, haut ihr rein, macht das gut, ich bin raus. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Freunde, abschalten.